Im August 2016 ist eine Delegation des US Peace Council, zu Deutsch US-Friedensrat, nach Damaskus gereist. Dieser ist gemäß eigenen Angaben eine ethnisch gemischte Organisation, die sich dem Frieden, sozialer Gerechtigkeit und internationaler Solidarität mit allen Völkern verpflichtet. Das Ziel ihrer Syrienreise war es, sich ein eigenes Bild von den Hintergründen des Syrienkrieges zu machen. Dies taten sie durch Gespräche mit Staatsbeamten, Nichtregierungsorganisationen, mit Vertretern der unbewaffneten politischen Opposition, Vertretern verschiedener Religionsgemeinschaften, mit Präsident Bashar al-Assad selber und vor allem mit spontan ausgewählten Zivilisten. Das Ergebnis gaben die Teilnehmer nach ihrer Rückkehr im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York an Korrespondenten und Reporter weiter. Zusammenfassend stellten sie fest, dass sich die Lage in Syrien aufgrund ihrer gründlichen Vor-Ort-Recherche in keiner Weise mit der Darstellung der westlichen Medien deckt. Die Medienberichte seien daher als Verfälschung und massive Propaganda zu werten. Im Folgenden und in weiteren Sendungen kommen nun die verschiedenen Teilnehmer der Delegation zu Wort. In der heutigen Sendung bezeugt der US-Friedensrat, dass Assad beim syrischen Volk sehr beliebt sei. Seit Jahren wird der syrische Präsident von den großen westlichen Medien als brutaler, unberechenbarer Diktator dargestellt, der sein eigenes Volk massakriere. Madeleine Hoffman, Vorstandsmitglied der New Jersey Peace Action, kam durch Gespräche mit syrischen Bürgern zu einem völlig anderen Schluss. Die Tatsache, dass Assad seit über 5 Jahren erfolgreich den Angriffen von außen widersteht, zeige, dass die 23 Millionen Einwohner hinter ihm stehen. Die Regierung ermögliche den Syrern zum Beispiel freie Ausbildung und eine kostenlose Gesundheitsversorgung für jeden. Auch Joe Jamieson, Vorstandsmitglied des USPC, bestätigt, dass Assad bei der syrischen Bevölkerung sehr beliebt sei. Er widerspricht außerdem der Behauptung, dass Assad keine Opposition zulasse. Es gibt eine signifikante, gewaltlose Opposition, die versucht, konstruktiv mitzuarbeiten an ihrer eigenen sozialen Vision. Manche von ihnen sind sogar in der Regierung, die faktisch eine Regierung einer nationalen Einheit ist. Somit muss die Darstellung der Medien von Assad als brutalen Diktator hinterfragt werden. Denn wenn die Bevölkerung gefragt wird, ergibt sich ein völlig anderes Bild. Zum Schluss, liebe Zuschauer, ein Zitat von Dr. Henry Lorendorf, Co-Leiter der Syrien-Delegation. Wir kämpfen gegen eine Riesenmenge an Propaganda, dass die syrische Regierung demonisiert hat, ihre Führer demonisiert hat. Ein Muster, das wir in vielen anderen Ländern über eine Anzahl von Jahrzehnten gesehen haben, das die USA immer wieder benutzt haben, um die Menschen davon zu überzeugen, es sei aus humanitären Gründen notwendig, eine Regierung zu stürzen. Im Frühjahr 2011 auferlegten die USA und die EU erstmals Wirtschaftssanktionen gegen Syrien, die von der EU lediglich als Sanktionen gegen Persönlichkeiten des Regimes bezeichnet wurden. Der Co-Leiter der Syrien-Delegation, Henry Lowendorf, erklärte: Diese Sanktionen bedeuten, dass die Menschen in Syrien keine Medikamente bekommen, die sie natürlich dringend brauchen. Sie können weder Ersatzteile noch Industrieteile bekommen, die sie dringend bräuchten, um ihre Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Donna Nassor, Menschenrechtsaktivistin, ergänzte, dass viele Geschäfte keine Waren bekommen und somit weder Geld verdienen noch Leute beschäftigen können. Ohne Arbeit jedoch können viele Syrer nicht mehr für ihren Lebensunterhalt aufkommen. Die Folgen solcher Sanktionen sind seit dem Irakkrieg in den 1990er Jahren offensichtlich. Durch die von den USA auferlegten Sanktionen im Irak starben mehr Zivilisten als durch den Krieg selbst.
Nach Schätzungen internationaler humanitärer Organisationen seien rund 1,5 Millionen Iraker, darunter 550.000 Kinder unter 5 Jahren, den Folgen dieser Wirtschaftssanktionen zum Opfer gefallen. Laut Lowendorf seien die Sanktionen gegen Syrien nichts anderes als eine weitere Methode, um Syrien und seine Regierung zu schwächen. Wie kann es sein, dass das Elend und der Hunger in Syrien als Folge der Sanktionen des Westens in den westlichen Medien richtiggehend totgeschwiegen werden? We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but the price, we think the price is worth it. US-Friedensrat zu Syrien. Flugverbotszone führt zum Krieg gegen Russland. Immer wieder wird Russland vorgeworfen, in Syrien gezielt Zivilisten anzugreifen. Zuletzt berichteten die westlichen Massenmedien am 27. Oktober 2016 über einen angeblichen Luftangriff der russischen Armee auf ein Schulhaus. Trotz fehlender Beweise ist für die westlichen Regierungen klar, zum Schutz der Zivilisten braucht es eine Flugverbotszone über Syrien. Bislang jedoch hat Russland mit seinem Veto im UN-Sicherheitsrat eine Flugverbotszone verhindert. Joe Jamieson, Vorstandsmitglied des US Peace Council, warnt, dass eine Flugverbotszone über Syrien noch viel schlimmere Konsequenzen habe als in Libyen. Dies ist ein äußerst gefährlicher Moment, so Jamieson. Libyen wurde nach Errichtung einer Flugverbotszone während 7 Monaten unter US-Führung von den NATO-Streitkräften bombardiert und zerstört. Auch der US-amerikanische Marinegeneral Joseph Dunford warnte am 22. September 2016, dass die Durchsetzung einer Flugverbotszone in Syrien einen US-amerikanischen Krieg sowohl mit Syrien als auch mit Russland bedeuten würde. Denn deren Luftstreitkräfte seien in vollem Einsatz und hätten nicht vor, die Kampagne zur Vernichtung der Terrormilizen in Aleppo zurückzufahren. Wieso aber drängen die USA und ihre Verbündeten trotz dieser Gefahr auf eine Flugverbotszone? Es scheint, dass die Konfrontation mit Russland ganz bewusst provoziert werden soll. Der Präsident des US-Friedensrates Alfred Marder bringt diese prekäre Situation wie folgt auf den Punkt. Es wurde in den letzten Jahren ziemlich offensichtlich, dass das, was wir von der Presse gelesen und gehört haben, nicht schlüssig sein konnte. Wir sehen hier dieselben Muster wie bei anderen Invasionen, wo jeweils die Führung eines Landes dämonisiert und dies als Rechtfertigung dafür herangezogen wird, sich in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einzumischen. Seit Jahrhunderten haben in Syrien die verschiedenen Religionen friedlich zusammengelebt. Deshalb war Dr. Henry Lowendorf, Co-Leiter der Syrien-Delegation, neben den Sanktionen vor allem noch eines extrem wichtig zum Ausdruck zu bringen. Die Vereinigten Staaten versuchen, die Syrer gegeneinander aufzubringen, insbesondere aufgrund ihrer Religionen und ihrer verschiedenen Glaubensrichtungen. Und es war eigentlich nicht ein Syrer dabei, der das so akzeptieren würde. Ob die Delegation mit dem Großmufti der Muslime oder dem Bischof einer orthodoxen Kirche sprach, die Antwort war immer dieselbe. Wir wollen es nicht erlauben, dass sie uns, wie die Menschen im Irak, in Libyen oder in Afghanistan, gegeneinander aufbringen. Wir wollen gemeinsam die Invasion unseres Landes verhindern. Madeleine Hoffman, das Vorstandsmitglied der New Jersey Peace Action,
und Mitglied der Syrien-Delegation, ergänzte, dass die von außen gesteuerten und bezahlten Terroristen versuchen würden, die syrische Bevölkerung zu teilen und auseinanderzutreiben. Schon damals, als die Invasion des Irak vorbei war und die Vereinigten Staaten eine Regierung eingesetzt hatten, hätten die Iraker gesagt: Wir wollen nicht in Sunniten, Schiiten und Christen oder Kurden und anderen Gruppen eingeteilt werden. Als sie in Syrien waren, so Hoffmann, hörten sie nun genau die gleiche Botschaft. Wir sind Syrer, egal ob wir Moslems, Christen oder Angehörige einer anderen Religion sind. Wie denn sonst könnte sich Assad so lange an der Spitze halten, außer weil sich die Menschen eben nicht teilen und beherrschen lassen? US-Friedensrat zu Syrien. Kein Bürgerkrieg, sondern machtpolitischer US-Krieg. Madeleine Hoffmann, Vorstandsmitglied der New Jersey Peace Action und Mitglied der Syrien-Delegation, widersprach an der Pressekonferenz der allgemein geglaubten Behauptung, es handelt sich in Syrien um einen Bürgerkrieg. Zitat: Das ist wahrscheinlich eines der ersten Dinge, die wir gehört haben, und wir haben es immer und immer wieder gehört. Es ist kein Krieg von Präsident Assad gegen seine Bevölkerung. Es ist Präsident Assad, der mit seiner Bevölkerung als eine Einheit gegen außenstehende Truppen und Terrororganisationen kämpft. Diese wechseln manchmal täglich den Namen, um ihre wahre Identität zu schützen und ihre Unterstützer im Dunkeln zu halten und zu verduschen. Es gibt hier gewalttätige terroristische Gruppen, die von Saudi-Arabien, Katar, der Türkei, den Vereinigten Staaten und unter anderem auch von Israel bezahlt und unterstützt werden. Auch Joe Jameson bekräftigte dies. Gruppen, die von der US-Regierung als moderate Rebellen bezeichnet werden, seien nicht moderat. Sie haben einen 12-jährigen Jungen geköpft, während wir dort waren. Die US-Administration führe in Syrien einen geopolitischen und machtpolitischen Stellvertreterkrieg, um die Regierung Assads zu stürzen. Jameson weiter: Es ist grundlegend, fundamental falsch. Es verletzt die UN-Charta. Die USA bombardieren Teile von Syrien. Das verletzt internationales Recht. Auch der Delegationsleiter des US-Friedensrates, Dr. Henry Lowendorf, sagte an der Pressekonferenz zu den westlichen Medienvertretern: Warum wir hier sind, ist ihnen zu sagen, endlich aufzuhören, nur den Menschen zuzuhören, die die Informationen der US-Regierung herausgeben. Gehen Sie selber nach Syrien, um zu schauen, was dort wirklich vor sich geht. Verehrte Zuschauer, noch kann Syrien demselben Schicksal wie Libyen entgehen, das nach dem Sturz von Muammar al-Gaddafi unter Intervention der NATO unter US-Führung in ein endloses Chaos versank. Auch Sie können dazu beitragen, indem Sie diese Sendung weiterverbreiten. Dies ist kein Bürgerkrieg, der in Syrien stattfindet. Das ist wahrscheinlich eine der ersten Dinge, die wir gehört haben, und wir haben es immer und immer wieder gehört. Es ist kein Krieg von Präsident Assad gegen seine Bevölkerung. Es ist Präsident Assad mit seiner Bevölkerung als eine Einheit gegen außenstehende Truppen, außenstehende Kräfte, Terrororganisationen. Die Namen wechseln täglich oder teilweise mehrtäglich oder wöchentlich, um ihre Identität zu schützen und unter Umständen, um die Länder, die diese Gruppen unterstützen und bezahlen, ein bisschen nebulös zu halten, beziehungsweise zu vertuschen. Aber es gibt hier gewalttätige terroristische Gruppen, die von Saudi-Arabien, Katar, der Türkei, von den Vereinigten Staaten und unter anderem auch noch Israel bezahlt und unterstützt werden. Und diese von außen gesteuerten und bezahlten Gruppen terrorisieren die syrische Bevölkerung. Der US Peace Council, zu Deutsch US-Friedensrat, ist gemäß eigenen Angaben eine ethnisch gemischte, antiimperialistische Organisation, die sich dem Frieden, sozialer Gerechtigkeit und internationaler Solidarität mit allen Völkern verpflichtet.
Unter anderem hat sich der US Peace Council gegen alle drei Golfkriege im Irak von 1980 bis 1988, 1990 und 1991 und 2003 ausgesprochen, gegen den Einmarsch in Afghanistan im Jahr 2001 und gegen US-Einmischungen in El Salvador, Nicaragua, Kolumbien, Venezuela, Bolivien und vielen anderen Ländern. Der US Peace Council widersteht der Strategie präventiver Luftschläge durch die USA, weil hinter diesem Konzept der US-Anspruch der weltweiten Vorherrschaft über Nationen und Bodenschätzen stehe. Im vergangenen August nun ist eine Delegation des US-Friedensrats nach Damaskus gereist, um sich ein unvoreingenommenes Bild von den Hintergründen des Syrienkriegs zu machen. Während ihrer Reise besuchten die Mitglieder der Delegation Staatsbeamte und Vertragsangestellte im Staatsdienst, Vertreter der Handelskammer und der Nationalen Studentenorganisation. Sie besuchten ebenso NGOs, die sich um Kriegsopfer kümmerten, Vertreter der unbewaffneten politischen Opposition, des Gesundheitsministeriums sowie Vertreter verschiedener Religionsgemeinschaften. Vor allen Dingen aber suchten sie das Gespräch mit der Bevölkerung Syriens, mit spontan ausgewählten Zivilisten. Die Mitglieder des Friedensrates sprachen nicht zuletzt auch mit dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad. Rückblickend stellen sie fest, dass sich die Lage in Syrien, wie sie sich ihnen gemäß ihrer unvoreingenommenen und gründlichen Vorortrecherche abzeichnet, in keiner Weise mit der Darstellung der westlichen Medien deckt. Die Medienberichte seien daher als Verfälschung und massive Propaganda zu werten. Der Präsident des US-Friedensrats Alfred Marder erklärte, Zitat, Es wurde in den letzten Jahren ziemlich offensichtlich, dass das, was wir von der Presse gelesen und gehört haben, nicht schlüssig sein konnte. Wir sehen hier dieselben Muster wie bei anderen Invasionen, wo jeweils die Führung eines Landes dämonisiert und dies als Rechtfertigung dafür herangezogen wird, sich in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einzumischen. Der Delegationsleiter Henry Lowendorf fügte hinzu, Wir kämpfen gegen eine riesige Propagandamaschinerie, die die syrische Regierung dämonisiert. Ein Muster, das wir hinsichtlich vieler Länder über Jahrzehnte erleben konnten und das die USA immer wieder benutzen, um die Menschen davon zu überzeugen, dass es aus humanitären Gründen notwendig sei, eine Regierung zu stürzen. Nach ihrer Rückkehr aus Syrien haben die Teilnehmer der Delegation des US-Friedensrats die Ergebnisse ihrer Syrienreise im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York einigen Korrespondenten und Reportern vorgetragen. Sehen Sie nun selbst die unzensierte Aufzeichnung dieser Pressekonferenz, welche erstmals am 9. August 2016 veröffentlicht wurde. Sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen. Ich habe die Freude, Ihnen heute die Mitglieder des Peace Council vorzustellen, die sehr verehrten Mitglieder der Delegation, Sie sind heute hierher gekommen, um Sie über Ihre letzte Damaskusreise zu informieren, die Sie kürzlich nach Syrien unternommen haben. Sie hatten einen sehr fruchtbaren und erfolgreichen Besuch in Syrien. Ich möchte jetzt noch nicht zu viel hinzufügen. Die Details werden direkt von den Personen selber genannt werden. Sie werden Ihnen erklären, was Sie gesehen haben, was Sie gehört haben und was Sie wissen. Sie sind mit vollen Herzen zu dem Hauptquartier der Vereinten Nationen hier in New York gekommen, um all diese sehr wichtigen Informationen mit den Korrespondenten und den Reportern,
die bei den Vereinten Nationen akkreditiert sind, zu teilen, weil Sie diese einmaligen Informationen verteilen können und vor allen Dingen korrekt verteilen können. And the accurate information. So without any further delay, I would Ohne weitere Verzögerung möchte ich Ihnen die Mitglieder der Delegation nun vorstellen. Der Vorsitzende der Delegation ist Al, neben ihm Henry, daneben Joe, dann haben wir Dana und dann Madeline und dann Dr. Barman. Ich denke, Al wird beginnen und ohne weitere Verzögerung überlasse ich ihm jetzt das Feld. Haben Sie vielen Dank. Ich danke Ihnen. Haben Sie vielen, vielen Dank. Und vielen Dank auch, dass Sie für unsere Präsentation hierher gekommen sind. Ich bin Alfred Marder und ich bin der Präsident der amerikanischen Friedensvereinigung. Es war in den letzten Jahren ziemlich offensichtlich, dass das, was wir von der Presse gelesen und gehört haben, hat offensichtlich die amerikanische Bevölkerung verwirrt, war nicht schlüssig und hat auch die Friedensbewegung verwirrt. Wir sehen hier dieselben Muster wie bei anderen Invasionen, wo die Führung eines Landes dämonisiert wird, um dies als Entschuldigung zu benutzen, um sich in die inneren Angelegenheiten einzumischen. Unsere Organisation, die US Peace Council, ist ein Teil der Vereinten Nationen. Und wir haben eine hohe Achtung vor der Souveränität aller Länder. Wir respektieren die Rechte der Menschen in den Ländern und ihr eigenes Schicksal zu bestimmen. Wir haben in die Friedensbewegung gerufen, um Mitglieder für eine Delegation zu finden, die nach Syrien reist, um selbst mit eigenen Augen zu sehen, was dort geschieht und existiert. Und mit Offiziellen und Nicht-Offiziellen zu sprechen, vor allen Dingen auch mit Zivilbevölkerung, zu versuchen, unabhängig und nur für sich selber herauszufinden, welche Lage in Syrien tatsächlich herrscht und unter Umständen einen Weg zum Frieden zu finden. Das ist unsere Verantwortung. Wir fühlen uns der amerikanischen Friedensbewegung und den amerikanischen Menschen verpflichtet. Die Kampagne, die amerikanische Bevölkerung zu verwirren, ist extrem. Und wir sehen es als unsere Aufgabe, etwas Licht, etwas Verständnis in diese Sache zu bringen und vor allen Dingen für die amerikanische Bevölkerung, die ein Ende dieser Intervention wollen und Frieden in Syrien. Wir haben uns an viele verschiedene Friedensbewegungen in unserem Land gewandt, um eine breite Delegation für die Reise zu bekommen. Einige hatten natürlich Bedenken, in ein Kriegsgebiet zu reisen. Andere zeigten sich verwirrt, weil sie der Propaganda der Medien bisher Glauben geschenkt haben, die wirklich nur eine einseitige Darstellung der Geschichte wiedergeben. Eine große Anerkennung an die, die dann tatsächlich
gefahren sind, dass sie sich wirklich überwunden haben, die Ängste zu überwinden und zu gehen und es auf ihre eigene Art und Weise und selber bezahlt haben. Als erstes möchte ich den Co-Leiter der Reise, ein Mitglied des US Peace Councils Leitung, Dr. Henry Lowendorf. Danke, Al. Danke, Herr Botschafter. Unsere Delegation wurde mitgeführt von Jerry Condon, der Vizepräsident von Veteranen für den Frieden ist. Er kann nicht hier sein, weil er aktiv ist, gerade eben in Seattle, in Washington, wo er lebt. Danke auch an andere Mitglieder der Delegation, die nicht hier sein können. Judy Bellow, die in Rochester, Vanessa Billy lebt, die eine unabhängige Journalistin ist, die direkt nach Syrien zurückgegangen ist, um wirklich direkt von dort zu berichten und zu untersuchen, was dort vor sich geht und die Wahrheit, was in Syrien vor sich geht, zu berichten. Ich denke, was Alfred sagt, ist wirklich wahr. Wir kämpfen gegen eine Riesenmenge an Propaganda, das die syrische Regierung dämonisiert hat, ihre Führer dämonisiert hat. Ein Muster, das wir in vielen anderen Ländern über eine Anzahl von Jahrzehnten gesehen haben, dass die USA immer wieder benutzt haben, um die Menschen davon zu überzeugen, es sei aus humanitären Gründen notwendig, eine Regierung zu stürzen und sie mit was auch immer zu ersetzen. Die Vereinigten Staaten würden eine Regierung, die nicht unabhängig ist, bevorzugen. Sie hätten lieber eine Regierung, die der US-Politik folgt. Also was wir in Damaskus gesehen haben und in zwei anderen Städten außerhalb von Damaskus, zeigt die Wahrheit der uns überwältigenden Propaganda. Es ist sogar schwierig für die gewesen, die schon seit langer Zeit in der Friedensbewegung sind, sich nicht von dieser Propaganda beeinflussen zu lassen. Sie ist so gut organisiert, orchestriert. Wir haben mit Industrieleuten gesprochen, also der Handwerks- oder Handelskammer. Wir haben mit Leuten aus der Nationalen Studentenvereinigung gesprochen. Wir haben mit NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, gesprochen, die sich um Opfer kümmern, die sich um die Menschen gekümmert oder kümmern, die sterben in diesem Krieg auf beiden Seiten. Sie diskriminieren nicht. Opfer sind Opfer, egal auf welcher Seite sie gekämpft haben. Wir haben mit Organisationen gesprochen, die Frauen unterrichten, wieder sich selber zu ernähren, überlebensfähig zu werden, weil sie den Mann in der Familie, ihren Ernährer verloren haben. Wir haben mit Organisationen gesprochen, die versuchen, Hilfsgüter sogar in die von Terroristen kontrollierten Gebiete zu verteilen. Und wir unterscheiden zwischen der politischen Opposition, von denen wir Menschen getroffen haben, und Terroristen, die wir nicht getroffen haben. Wir haben Menschen in Syrien getroffen, die an einer Veränderung ohne Gewalt arbeiten. Wir haben von ihnen gelernt oder haben uns ihre Argumente angehört, Veränderungen in das Land zu bringen, die in Opposition zu der Regierung stehen, aber auch mit der Regierung zusammenarbeiten, aber eben gewaltlos. Wir haben auch Offizielle der Regierung getroffen,
Wir haben mit einem Minister aus der Verwaltung gesprochen, mit dem Gesundheitsministerium. Wir haben mit dem Versöhnungsminister gesprochen, der versucht, die Syrer zurückzugewinnen, die aus den einen oder anderen Gründen sich den gewalttätigen Terroristen angeschlossen haben. Und meine verehrten Kollegen werden sicher über einige dieser Details sprechen. Ich wollte Ihnen erstmal nur einen Überblick geben, wen wir alles getroffen haben. Wir haben mit unseren eigenen Augen die Beschädigung an der Universität gesehen. Gerade als wir dort waren, ist eine Bombe Universität der Architekten gefallen, hat Studenten getötet und die Fakultät zerstört. Und die Studenten selber haben die Beschädigung repariert. Wir haben Orte gesehen, viele christliche Orte, die von den Terroristen zerstört, aber nun wieder befreit waren. Und die Zerstörung an einem Schrein in einer Stadt, die Melula heißt, die von Aramäern bewohnt wird, der Sprache von Jesus. Und die Angriffe auf die christliche Bevölkerung. Zwei wichtige Dinge möchte ich noch zum Ausdruck bringen, die wir als extrem wichtig empfinden. Die eine ist, dass die Vereinigten Staaten versuchen, die Syrer gegeneinander aufzubringen, insbesondere aufgrund ihrer Religionen, ihrer verschiedenen Glaubensrichtungen, ihrer verschiedenen Religionen. Und es war eigentlich nicht ein Syrer dabei, der das so akzeptieren würde. Wir sprachen mit dem Großmufti und fragten ihn, wie viele Muslime in Syrien leben, und er sagte ungefähr 23 Millionen. Das ist die Bevölkerungsanzahl in Syrien. Und als wir mit dem Bischof einer der orthodoxen Kirchen sprachen, hat er dieselbe Zahl genannt, die Anzahl der Christen ist 23 Millionen. Wir erlauben ihnen nicht, so wie die Vereinigten Staaten, uns in verschiedene Teile zu teilen. Wir wollen es nicht erlauben, dass sie uns wie die Menschen im Irak oder in Libyen oder in Afghanistan gegeneinander aufbringen. Wir wollen gemeinsam die Invasion unseres Landes verhindern. Von der mächtigsten Nation der Welt und den mächtigsten Verbündeten dieser Nation, dieser Allianz in Europa und der machtvollsten Allianz im Mittleren Osten, was ein unglaublicher Angriff auf die syrische Bevölkerung bedeutet. Der zweite Punkt sind die Sanktionen. Ich muss Ihnen mitteilen, dass ich, bevor ich die Reise angetreten habe, nicht wusste, dass die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen Syrien verhängt haben. Ähnlich den Sanktionen, die die Vereinigten Staaten gegen den Irak verhängt hatten in den 1990er Jahren. Mit der Absicht, das Land und die Regierung zu schwächen. Die Regierung musste dann später zugeben, dass dadurch 500.000 Kinder im Irak gestorben sind während der Sanktionen in den 1990ern. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but the price, we think the price is worth it.
Diese Sanktionen bedeuten, dass die syrische Bevölkerung keine Medizin bekommt, die sie natürlich dringend brauchen. Sie können keine Ersatzteile oder keine Industrieteile bekommen, die sie dringend bräuchten, um ihre Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Sie können keine Formulare oder Papiere bekommen. Die Studenten können nicht ausreisen. Und sogar die Rechtsanwälte sind von dem internationalen Gerichtssystem abgeschnitten aufgrund dieser Sanktionen. Soweit ich weiß, werden diese Sanktionen nicht in den US-Medien veröffentlicht. Aber wir sollten davon wissen. Eine andere Methode, um Syrien zu schwächen und die syrische Regierung zu schwächen. So, das wäre mein Überblick. Ich möchte meine verehrten Delegationsmitglieder fragen, beziehungsweise sie nun bitten, ihre Meinung mitzuteilen. Wir haben verschiedene Mitglieder aus verschiedenen Friedensorganisationen, aus den Vereinigten Staaten, und wie Herr Marder sagte, haben wir versucht, die Mitglieder so breit wie möglich zu streuen. Madeline, vielleicht möchtest du beginnen. Mein Name ist Madeline Hoffman. Ich bin die Direktorin von New Jersey Peace Action. Ich bin als ein Individuum dorthin gegangen, das für sich selber steht. Aber ich bin seit 16 Jahren Friedensaktivistin. Und ich bin nach Syrien gegangen, weil ich es als wichtig empfunden habe, von den syrischen Menschen selber zu erfahren, was aktuell in Syrien vor sich geht, weil ich das Gefühl hatte, dass von den Friedensbewegungen hier in den USA nicht genügend Aufmerksamkeit kam auf die tatsächlichen Geschehnisse in Syrien. Ich möchte jetzt nicht nochmal auf das eingehen, was Al und mein Kollege gesagt hat, aber einen Punkt möchte ich nochmal betonen. Dies ist kein Bürgerkrieg, der in Syrien stattfindet. Das ist wahrscheinlich eine der ersten Dinge, die wir gehört haben, und wir haben es immer und immer wieder gehört. Es ist kein Krieg von Präsident Assad gegen seine Bevölkerung. Es ist Präsident Assad mit seiner Bevölkerung als eine Einheit gegen außenstehende Truppen, außenstehende Kräfte, Terrororganisationen. Die Namen wechseln täglich oder teilweise mehrtäglich oder wöchentlich, um ihre Identität zu schützen und unter Umständen, um die Länder, die diese Gruppen unterstützen und bezahlen, ein bisschen nebulös zu halten, beziehungsweise zu vertuschen. Aber es gibt hier gewalttätige terroristische Gruppen, die von Saudi-Arabien, Katar, der Türkei, von den Vereinigten Staaten und unter anderem auch noch Israel bezahlt und unterstützt werden. Und diese von außen gesteuerten und bezahlten Gruppen terrorisieren die syrische Bevölkerung und versuchen, die syrische Bevölkerung zu teilen und auseinanderzutreiben. Als der Irak eingenommen wurde, war unsere Organisation von Anfang an dagegen. Und als die Invasion des Irak vorbei war und die Vereinigten Staaten eine Regierung eingesetzt hatten, haben die Iraker zu uns gesagt, wir wollen nicht in Sunniten, Schiiten und Christen oder andere Gruppen oder Kurden eingeteilt werden. Und wir hörten exakt die gleiche Botschaft, die wir jetzt hören, als wir in Syrien gewesen sind. Wir sind Syrer. Egal, ob du Muslim, Christ oder ein anderer bist, du bist Syrer. Eine Sache, die auch der Assad-Regierung, wie es die Assad-Regierung geschafft hat, über 5 Jahre diesem Kampf, dieser Invasion von außen zu widerstehen.
Und als die damals durch die Schwächung des Irak die Zeit für Saddam Hussein gekommen war, musste die US-Regierung nur noch mit dem Finger schnippen und Saddam Hussein ist umgefallen, konnte ausgelöscht werden. Und das gleiche mit Gaddafi in Libyen. Doch als die Zeit in Syrien gekommen war, dass die Amerikaner wollten, dass Assad fällt, ist er nicht gefallen. Und warum ist das nicht der Fall? Weil Assad 23 Millionen Syrer hat, die hinter ihm stehen. Also bevor diese gesamten Flüchtlingsströme eingesetzt haben und in die ganze Welt geschickt wurden. Die gesamte Idee dieses Regime-Change, dieses Regierungswechsels, ist nach internationalem Recht illegal. Die US-Regierung, die Vereinigten Staaten haben nicht das Recht, dies zu tun. Die Vereinigten Staaten haben nicht das Recht, für die syrische Bevölkerung zu entscheiden, wer der Führer ihrer Regierung sein soll. Das habe ich immer wieder wahrgenommen in der Zeit, in der ich in Syrien war. Immer wieder, wer sind wir? Warum wird das mit uns gemacht? Wir wissen selber, was das Beste ist für die syrische Bevölkerung. Und das andere, was ich finde, dass die Menschen in Amerika wissen sollten, ist, dass die Assad-Regierung kostenlose Gesundheitsversorgung ermöglicht. Freie, universale Gesundheitsversorgung für jeden. Dies ist ein Teil der Regierungsmission, die er sich zum Ziel gesetzt hat. Kostenlose, freie Ausbildung für jedermann von der Grundschule bis zur Universität und sogar medizinische Ausbildung. Wir haben eine Person getroffen, als wir diese bestimmte Person von der nicht aggressiven Opposition getroffen haben. Was ist einer eurer Auseinandersetzungspunkte mit der Assad-Regierung? Also es kostet ungefähr $50 für die Leute, die auf eine medizinische Schule oder Hochschule gehen wollen. Und wir finden, das ist zu hoch. Und das sind die Gründe, warum die... Das sind Dinge, die die Leute eigentlich in den Vereinigten Staaten gerne hätten. Kostenlose Ausbildung und universelle Gesundheitsvorsorge oder Krankenversicherung. So das Assad-Regime, nein, die Assad-Regierung tut das für ihre Bevölkerung, ohne Zweifel. Und auch wenn es Probleme gibt, wie woanders auch, und es um Korruption und andere Dinge geht, bringt sich die Opposition seit 2011 ein und steht auch hinter der Assad-Regierung, weil das die größte Hoffnung und die Möglichkeit für die syrische Bevölkerung ist. Und letztlich, schließlich möchte ich auch noch das nochmal wiederholen, was Henry gesagt hat. Und die Leute fragen danach, wann die Sanktionen gelockert werden oder aufgehoben werden, weil Gesundheitsfirmen und Medizinhersteller verweigert haben, Impfungen für Kinder zu schicken, was der syrischen Bevölkerung großes Leid verursacht. So sollte kein Land und vor allem auch dieses Land nicht mit Ländern der Weltbevölkerung umgehen. So wie wir des Öfteren gehört und gelernt haben, verletzen und treffen die Sanktionen nicht die Regierung, sondern die Bevölkerung, sondern sie verletzen und treffen die Menschen. Deshalb müssen sie aufgehoben werden. Wir hören außerdem, dass die Grenze zwischen der Türkei und Syrien geschlossen werden sollte, so dass der Fluss der trainierten Soldaten oder Terroristen geblockt werden kann, so dass keine dieser Gruppen mehr nach Syrien kommen können.
Und das ist, wo wir auch wir ins Spiel kommen als Vereinigte Staaten, dass die USA aufhören sollten, Terrorgruppen zu bezahlen und zu unterstützen, so dass die syrisch-arabische Armee endlich die für die syrische Bevölkerung kämpft, nicht mehr von diesen Gruppen von außen angegriffen wird. Und wir müssen als Land verstehen, was wir tun, um die syrische Bevölkerung nicht weiter zu schädigen, sondern endlich damit aufhören. Und das ist eine Sache, die ich immer und immer wieder sagen werde und muss, dass endlich wir sofort damit aufhören. Und das seit meiner Rückkehr aus Syrien. Hallo, mein Name ist Donna Nasser und ich bin Menschenrechts- und Friedensaktivistin, seit ich denken kann. Niemand weiß, wie lang das ist, weil keiner hier weiß, wie alt ich bin. Es ist für mich eine große Ehre, dass ich Teil dieser Delegation werden durfte. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, nach Syrien zu gehen und für mich selber zu erkennen, was dort vor sich geht. Und von Angesicht zu Angesicht mit syrischen Menschen zu sprechen, die Zeit mit dieser Delegation zu verbringen und gemeinsam die Botschaft und die Wahrheit hierher zu bringen, hier in die Vereinigten Staaten. Als eine amerikanische Bürgerin schäme ich mich dafür, hier zu sagen, was meine Regierung in dem souveränen Staat Syrien tut. Wir haben kein Recht dazu, diese illegalen Sanktionen aufrechtzuerhalten. Tatsächlich behauptet unser Land, die Sanktionen richten sich nur gegen die Regierung von Syrien. In Wirklichkeit richten sie sich aber gegen die Menschen, gegen die Zivilbevölkerung, gegen Leute, die versuchen, die Infrastruktur aufrechtzuerhalten, die Gesundheitsversorgung, und die Sicherheit der syrischen Bevölkerung. Eine Sache, die mich berührt, ist nicht nur das Fehlen der Medikamente, sondern auch, dass syrische Kinder sterben, weil sie keine Chemotherapie und andere Medikamente bekommen, wegen dieser illegalen Sanktionen. Und dass die USA und der Westen diese Sanktionen aufrechterhalten. Außerdem bekommen die Geschäfte kein Material, um zu überleben. Und so können sie nicht nur kein Geld verdienen, sondern sie können auch keine Leute beschäftigen. Und wenn die Menschen keine Möglichkeit haben, zu arbeiten und zu überleben, dann verzweifeln sie. Und wir wissen, dass einige Syrer, die sich den Terroristen angeschlossen haben, dies nur aus ökonomischen Gründen getan haben, weil sie ihren Lebensunterhalt nicht mehr verdienen konnten. Und die USA und die anderen Beteiligten, die diesen Terrorismus finanzieren und unterstützen, bezahlen die Leute gut dafür, sich diesen illegalen Aktivitäten zuzuwenden, die sich gegen die syrische Bevölkerung richten. Deshalb üben diese Sanktionen so großen Einfluss auf die syrische Bevölkerung aus und alle Geschäftsleute sagen, dass es ein riesengroßes Problem für sie darstellt, die Menschen in Beschäftigung zu halten, damit sie nicht verzweifeln und sie dann das Gefühl bekommen, keine andere Wahl zu haben. Wir haben mit der Zivilbevölkerung gesprochen, nicht nur mit Offiziellen, die ihre Erfahrungen mit den Gewalttätern auch mit uns geteilt haben. Sie haben uns unglaubliche Dinge erzählt und ich möchte nicht zu sehr in die Details gehen, aber es ist sehr schwierig, jemandem gegenüber zu sitzen, dessen Kind brutal ermordet wurde, dessen Angehörige gekidnappt und immer noch vermisst werden, dessen Tochter vergewaltigt wurde, entführt wurde, vergewaltigt wurde und dann wieder
zurückgeschickt. Männer und Frauen wurden vergewaltigt. Und das ist das, was die USA finanzieren und aufrechterhalten. Und das ist nicht okay. Und als amerikanische Bürgerin und Menschenrechts- und Friedensaktivistin werde ich nicht schweigen über das, was ich hier erfahren und gelernt habe. Und wir müssen Verantwortung für das übernehmen, was in diesem Land passiert. Und für den Verlust von Moral in unserer Außenpolitik. Und auch, was wir in anderen Orten tun und wie wir uns verhalten. Wir hatten ein zweistündiges Treffen mit Präsident Assad, für das wir alle sehr dankbar waren. Und nachdem wir ihm zugehört hatten und all den Stimmen, die wir schon gehört hatten, der Zivilbevölkerung, den Geschäftsleuten, den offiziellen Vertretern, die wir alle getroffen haben, macht es überhaupt keinen Sinn, was die US und die anderen westlichen Medien berichten. Es macht keinen Sinn, dass Assad, der versucht, die Infrastruktur aufrechtzuerhalten und auf die Zukunft der syrischen Bevölkerung und des Landes schaut, der sein soll, der die Zukunft oder die Bevölkerung zerstört. Oder dass er Krankenhäuser zerstören lässt oder er dafür verantwortlich ist, dass Infrastruktur zerstört wird. Es macht überhaupt keinen Sinn. Er ist an der Zukunft Syriens interessiert. Er hat gesagt, wenn dieser Krieg vorbei ist und es gibt neue Wahlen und er wird nicht mehr gewählt, dann hat er kein Problem damit. Aber im Moment bin ich der gewählte Repräsentant dieses Landes und muss das tun, was ich tun muss. Der letzte Teil, über den ich sprechen möchte, ist, ich habe vor einiger Zeit internationales Recht studiert. Und ich bin sehr beeindruckt davon gewesen, dass es ein Ministerium für Versöhnung gibt, das mitten in diesem Drama, in dem die syrische Bevölkerung sich befindet, versuchen sie, die Menschen zurückzugewinnen und die Beziehungen zu heilen. Also wenn Leute gewalttätig geworden sind, aber dann die Waffen niederlegen und zurückkommen, sind sie wieder willkommen in der syrischen Bevölkerung. Und auch ihre Familien und Familienangehörigen werden nicht ausgeschlossen. Und sie sollen sich auch wieder als Bürger der syrischen Gesellschaft fühlen. Und seitdem ich wieder hier zurück bin, habe ich das Gefühl, ich muss die Wahrheit mit den Menschen teilen und weitergeben, da unsere Medien dies nicht tun. Und ab jetzt werden wir nicht schweigen und nicht still sein, sondern weiterhin die Wahrheit verkünden. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Hallo, mein Name ist Joe Jameson. Ich bin Koordinator des Queen's Peace Councils. Das ist ein Teil vom US Peace Council. Und mein Teil ist die Bewegung, die sich mit der Handelsunion beschäftigt. Und ich stimme hier den Aussagen meiner Kollegen hier vollständig zu und möchte eine große Aussage des amerikanischen Schriftstellers Mark Twain hier zitieren, der gesagt hat, was uns in Schwierigkeiten bringt, ist nicht das, was wir nicht wissen, es ist das, was wir mit Sicherheit wissen, was jedoch in Wahrheit falsch ist. Und das ist es, an dieses Zitat muss ich denken, wenn ich an meine verehrten amerikanischen Mitbürger denke und über das, was sie von Syrien wissen oder was sie denken zu wissen. Über den Krieg der syrischen Regierung oder in Syrien. Was sie denken zu wissen, aber es ist nicht so. Unsere Delegation ist nach Syrien mit politischen Meinungen und
und Vermutungen gekommen. Aber wir waren sehr skeptisch und haben auch alles bezweifelt. Und jeden getroffen, den wir nur konnten, um unsere Meinungen zu bestätigen oder ändern zu lassen. Und den Fakten zu folgen, wo wir welche gefunden haben. Ich habe einige Dinge aus dem Besuch geschlossen. Und das Ziel der USA ist aus meiner Ansicht nach, einen autonomen arabischen Staat zu zerstören. Es ist der letzte säkulare Staat im arabischen Raum, so wie vorher Irak oder Libyen oder auch Afghanistan gewesen ist. Die Feindlichkeiten der USA gegenüber Syrien dauern schon seit langer Zeit, schon vor 2011 hat es begonnen. Die USA behaupten immer, sie würden gegen den IS kämpfen. Solche Gruppen wie die Al-Nusra-Front werden von der amerikanischen Regierung als moderate Rebellen bezeichnet, obwohl sie gegen die Regierung in Syrien kämpfen. Und die USA will das. Sie sind aber nicht moderat. Sie haben einen 12-jährigen Jungen geköpft, während wir dort waren. Wir haben es danach auch auf YouTube und im Fernsehen gesehen. Dieser Proxykrieg, den die Amerikaner hier führen, hat verschiedene Gründe. Geopolitische und machtpolitische Gründe, die auch Saudi-Arabien und Katar verfolgen. Die Ideologie der Wahhabisten und der muslimischen Bruderschaft ist eine grausame, gefährliche, rückwärtsgerichtete Ideologie, die den saudischen Staat bestimmt. Es motiviert diesen Staat, diesen Krieg zu finanzieren. Und es gibt aber in Wirklichkeit auch einen offenen und pluralistischen Islam, dessen Führer wir getroffen haben. Und das sind menschliche und demokratisch denkende Menschen. Und sie haben alle Gründe, mit der amerikanischen Bevölkerung zusammen diesen extremen Wahhabismus zu stoppen, der hinter so vielen Terrorismus steckt. Auf der ganzen Welt. An die vielen meiner Landsleute, die an die Dämonisierung dieses Assad glauben. Denen wird nicht gefallen, was ich jetzt sage, denn die syrische Regierung Assad ist beliebt. Und aus diesem Grund werden sie den Krieg gewinnen. Die Schlacht von Aleppo wird bald geschlagen sein und wird dann das letzte Hurra-Erlebnis für die Gegner dieser Regierung und dieses Landes sein. Die Regierung ist beliebt und bekannt bei den Vereinten Nationen und sie wissen, dass sie ja legitim gewählt worden ist. Die Wahlen wurden beobachtet, es gibt ein Parlament mit einer Opposition. Es gibt eine signifikante, gewaltlose Opposition, die versucht, konstruktiv mitzuarbeiten an ihrer eigenen sozialen Vision. Manche von ihnen sind sogar in der Regierung, die faktisch eine Regierung einer nationalen Einheit ist. Manche von ihnen sind im Parlament. Wir haben sie auch getroffen. Der Minister des Versöhnungsministeriums ist einer von ihnen und trifft auch Menschen aus bewaffneten Gruppen und arbeitet mit ihnen. Also lassen Sie mich zusammenfassen. Die Absicht der amerikanischen Regierung, die Regierung in Syrien zu stürzen, ist nicht in irgendwelchen Kleinigkeiten falsch. Es ist grundlegend, fundamental falsch. Es verletzt die UN-Charta. Es verletzt internationales Recht.
Die USA bombardieren Teile von Syrien. Das verletzt internationales Recht. Die Sanktionen verletzen internationales Recht. Ich will hier nicht nochmal drauf eingehen, weil Marilyn und Donna haben dies schon ausführlich dargelegt. Ich glaube, wir müssen eine komplett andere Blickrichtung einnehmen und müssen alles über den Haufen werfen, was bisher dargestellt wurde, und müssen uns völlig neu orientieren. Wir müssen die öffentliche Meinung wirklich bewegen und den Leuten klar machen, dass die USA hier völlig falsch handeln. Sogar manche Einrichtungen schließen sich der öffentlichen Meinungsmache der Mainstream-Medien an, dieses Mediennarrativs. Und sie haben sich damit nicht besonders hervorgetan, sich einfach nur diese Mainstream-Meinung anzuschließen. Dies ist ein gefährlicher Moment. Ohne Namen nennen zu wollen, ist einer der Präsidentschaftskandidaten von führenden Militärs umgeben, die über Flugverbotszonen sprechen, was letztlich einen Luftkrieg bedeutet gegenüber den Syrern, gegenüber den Russen und der syrischen und russischen Luftwaffe und oder Bodentruppen, was faktisch eine US-Invasion bedeuten würde. Falls wir uns noch keine Sorgen deshalb machen, sollten wir uns Sorgen deshalb machen. Dies ist ein äußerst gefährlicher Moment. Wir müssen die US-Politik ändern. Wir müssen eine andere Art und Weise der Antikriegsbewegung schaffen. Und wir müssen beginnen, die öffentliche Meinung zu bewegen. Ich danke Ihnen. Gibt es vielleicht einige Fragen dazu? Bitte. Guten Morgen, Luke Fargo von Talk Media News. Eine Frage an Herrn Marder. Sie sagten, die Medien geben nur eine einseitige Darstellung der syrischen Geschichte wieder. Wenn Sie nicht in Syrien gewesen sind, woher haben Sie Ihre Informationen zum Syrien-Konflikt bekommen? Woher? Und eine Frage noch an Herrn Lovendorf. Nachdem Sie ja nur in einer Stadt gewesen sind, Sie können ja auch nichts über Amerika sagen, wenn Sie nur in Manhattan gewesen sind, glauben Sie, dass Sie wirklich eine ehrliche Meinung über das syrische Land abgeben können, wenn Sie nur in Damaskus gewesen sind? Also auch wir in der Friedensbewegung müssen die gleiche Presse lesen wie die anderen Menschen und müssen versuchen, die Gründe herauszufinden. Ich möchte noch zu dem hinzufügen, was ich gesagt habe. Ich bin mir nicht sicher, ob jedem klar ist, dass die USA in den letzten 8 Jahren, innerhalb der letzten 8 Jahre, immer in Kriege verwickelt sind. Jeden einzelnen Tag. Seit der Obama-Regierung haben sich die USA im Krieg befunden. Und wenn Sie die Propaganda der Ministerien verfolgen, dann ist es immer wieder die gleiche Geschichte. Und sehen Sie nicht die Parallelen von Noriega und Saddam Hussein und Gaddafi? Jedes Mal wird uns Amerikanern gesagt, dass wir die Notwendigkeit sehen, dort zu intervenieren. Und leider Gottes macht dieses State Department immer weiter. Selbst meine engsten Freunde und andere Menschen sagen, das, was ich sage,
welches Recht haben wir, in die Souveränität dieser Menschen einzugreifen? Wir gehen auch zurück zu unseren Leuten in der Friedensbewegung und sagen nicht, wir müssen hundertprozentig mit dem übereinstimmen, was Assad will, aber wir müssen in dem übereinstimmen, dass die syrische Bevölkerung ihr eigenes Schicksal bestimmen darf und soll. Die Medien haben eine schändliche Rolle gespielt. Es bestürzt die Menschen, die diese Lügen lesen müssen, in ihrem Einsatz für den Frieden. That the media has played a nefarious role. It's confused people who have spent their entire lives fighting against war and the struggle for peace. Wait a minute, I have to ich muss noch den zweiten Teil der Frage beantworten. Wir haben 15 Minuten für den Frageteil. Es bleiben uns nur noch 10 Minuten. Also wenn Sie wirklich wissen wollen, was in den Medien vorgeht, sollten Sie das von den Medien hören. Aber er hat eine zweite Frage gestellt. So, ich werde den zweiten Teil seiner Frage beantworten. Okay, ich fasse mich kurz. So, wir haben 5 oder 6 Tage von Syrien gesehen. Wie können wir die Wahrheit erkennen. Wir können nur das wiedergeben, was wir gesehen haben, aber das, was wir gesehen haben, ist das genaue Gegenteil von dem, was wir hier in den Vereinigten Staaten lesen und hören. Warum wir hier sind, ist Ihnen zu sagen, endlich damit aufzuhören, nur den Menschen zuzuhören, die die Informationen der US-Regierung herausgeben, die von der Muslimbruderschaft und von ISIS und von anderen Organisationen mitgesteuert werden. Hören Sie doch auf, denen zuzuhören und gehen Sie selber nach Syrien und schauen, was dort vor sich geht. Der Präsident von Syrien sagt, kommen Sie, bringen Sie Ihre Delegationen und sehen Sie selber, was hier vor sich geht. Das ist die Antwort. Wir haben nur das niedergeschrieben und geben das wieder, was wir gesehen haben. Sie müssen uns nicht vertrauen, aber letztlich sollten Sie akzeptieren, dass es auch noch ein anderes Bild, eine andere Seite der Wahrheit gibt. Ja, bitte, geben Sie mir Ihre Frage. Ja, wer hat Ihre Gruppe finanziert? Haben Sie Geld aus Damaskus oder aus Syrien bekommen für die Reise Ihrer Gruppe? Während Sie mit dem Präsident Assad gesprochen haben, haben Sie über Fassbomben mit ihm gesprochen? Und haben Sie die Gewalt gegen Gefangene oder andere Dinge mit ihm besprochen? Das sind meine Fragen gewesen. Also erstens, jeder der Mitglieder hat seine Reise selber bezahlt. Das waren zwischen $1,200 und $1,500 pro Person. Die syrische Regierung hat nur versucht, uns Sicherheit zu geben für diesen Besuch und für die Leute, die wir besuchen wollten. Ebenso viele, wie wir geschafft haben in der Zeit. Und die syrische Regierung hat die Hälfte der Ausgaben drumherum bezahlt und wir haben die andere Hälfte bezahlt. Das können Sie gerne auch überprüfen. Wir haben nicht nach Fassbomben gefragt, weil Fassbomben nur ein Begriff ist, den die USA verwenden, wie Skatraketen oder andere Dinge. Dies ist nur ein übler Ausdruck. Was wir gehört und gelernt haben, ist, wenn die Terroristen etwas zerstört hatten, wurden die Bilder gezeigt und es wurde gesagt, dass Assad dies gewesen ist. Bomben, egal wer es tut, tötet auch Zivilisten. Wir wissen das und Sie wissen das. Aber eine außenstehende Macht wie die Amerikaner und ihre Verbündeten
versuchen mit Söldnern eine Invasion zu betreiben. Die Konsequenzen daraus sind, dass viele Menschen ihr Leben verlieren und Angst haben, ihr Leben zu verlieren. Und die Menschen, die das Land verlassen haben, sind aus verschiedenen Gründen gegangen. Aber die meisten Menschen, die ihre Häuser verlassen haben, haben sich auf die Seite der Regierung gestellt. Weil das ist wo sie die Seite, wo sie sicher sind und der sie vertrauen. But most of the people who have left their homes have moved to the government side. Because that's where they're safe and that's who they trust. Sagen Sie, dass die Fassbomben gar nicht existieren oder es eine Behauptung der US-Regierung ist? Das ist nur der Ausdruck, den die US-Regierung dafür verwendet. Wie nennen Sie es? Wir nennen es Bomben. Ja, es sind Fassbomben, weil sie in Fässern sind. Hier ist noch eine Frage. Weil Sie haben darüber gesprochen, dass die Rolle hier immer weitergespielt wird. Und mich würde die Rolle der Vereinten Nationen, der UN, interessieren. Welche Rolle spielt die UN am Boden in Syrien? Was machen Sie dort für einen Job? Sind Sie überhaupt dort oder was tun Sie? Was sagt die UN hier dazu? Madeleine, möchtest du was dazu sagen? Also ich möchte was zu der Rolle der Vereinten Nationen sagen. Also einer der Mitglieder unserer Delegation, Nasser Sabili, der im Moment nicht hier sein kann, weil er immer noch in Damaskus ist, hat eine Menge an Untersuchungen und unabhängigen Reports gemacht von dem, was dort stattfindet in Syrien. Und wir haben auch von jungen Leuten gehört, dass immer noch in einer Stadt, in einem Dorf ist, das von Söldnern kontrolliert ist. Und er versucht immer noch Kontakt dorthin zu bekommen, weil er kann dort nicht hineinkommen und niemand kommt dort hinaus. Also er hat uns erzählt, dass die UN-Hilfe, die Nothilfe nicht bei den Menschen ankommt, weil sie auch von den Söldnern und von anderen bezahlten Kräften verhindert wird. Und dass eben die Söldner und die Truppen, die von außen kommen, sich diese Hilfe abgreifen. Und deshalb die Hilfe nicht bei der Zivilbevölkerung ankommt. Diese Information ist nicht offiziell verifiziert oder überprüft, aber das ist das, was wir gehört haben. Aber die Rolle der Vereinten Nationen ist nicht immer das gewesen, was sie hätte sein sollen in diesem speziellen Konflikt. Und das ist auch alles, was ich dazu sagen möchte. So, alles, was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass es im Moment noch zwei unabhängige Journalisten da im Boden in Damaskus gibt. Vanessa Beely, B-E-E-E-L-E-Y, and Ava Bartlett, she is Canadian and Vanessa ist aus Großbritannien und sie sind immer noch dort. Und sie schreiben dort von ihren Besuchen und von den Menschen und was dort passiert. Sammeln die Stimmen der Menschen aus Syrien. Und ich empfehle Ihnen, beide zu suchen. Sie sind beide auch auf Facebook zu finden. Und dann können Sie die Artikel anschauen, die die beiden veröffentlicht haben. Sie sind dort öffentlich zu lesen und zu hören. Vielen Dank. Ich möchte nur noch eine Sache hinzufügen, die von Dr. Jeffrey angeführt wurde. Es gab ein Treffen des Sicherheitsrates zu dem Syrien-Thema, wo zwei Ärzte bestätigen sollten, dass die syrische Regierung Verbrechen verübt. Diese beiden Ärzte sind beide Mitglieder der Muslimbruderschaft. Und es wundert mich, dass niemand diese Tatsache beachtet, weil hier wird wieder klar, dass es nur um militärische Propaganda geht.
Wir müssen wahrscheinlich damit rechnen, dass der Westen noch heftiger gegen Aleppo vorgehen wird. Ich möchte dazu auch noch etwas sagen. Es gibt hier eine Übersetzung mit einem Interview von einem Dr. Antari, der in Aleppo lebt, der in dem regierungskontrollierten Teil von Aleppo lebt. Es ist so, dass die Regierung einen großen Teil von Aleppo kontrolliert und sichert und die Terroristen einen kleineren Teil davon besetzen. Und wir hören auch immer nur Informationen aus der von Terroristen kontrollierten Seite. Und Sie können das Interview mit Dr. Antari auch finden, wenn Sie nach Vanessa Billy suchen. Und Sie hatten noch eine Frage. Bitte. Okay, die Zeit ist um, aber vielleicht können Sie die Frage noch stellen und wir können das im Nachhinein noch klären. Stopp dem Medienterror. Massenmedien, allen voran die sogenannten öffentlich-rechtlichen, gehören zu den weltweit gefährlichsten Organisationen überhaupt. Denn Mainstream-Medien sind größtenteils willfährige Handlanger von Kriegstreibern geworden. Menschenfreundlich getarnte Angriffskriege werden allem voran über sogenannte öffentlich-rechtliche Massenmedien gerechtfertigt und zugerüstet. Massenmedien tragen daher eine wesentliche Mitschuld an vielen Kriegen. Langjährige Untersuchungen haben ans Licht gebracht, dass die vielgepriesene Medienvielfalt eine einzige Täuschung der Völker ist. Der Großteil der Massenmedien liegt dazu in nur sehr wenigen Händen. Mainstream-Medien bilden insgeheim die erste und nicht etwa die vierte oder fünfte Macht im Staat. Die Medien sind in den westlichen Ländern zur größten Macht geworden, mächtiger als die Legislative, die Polizeigewalt und die Rechtsprechung. Alexander Solzhenitsyn. Klagemauer TV. Klarheit durch intelligente Analytiker. Wenig Gehörtes vom Volk für das Volk. Medienklagemauer TV. Das Internet TV. News ab 19.45 Uhr. Medienklagemauer TV ist eine Gegenstimme zu den Mainstream-Nachrichten und ermöglicht es, sich seine eigene Meinung zu bilden. Die anderen Nachrichten. Frei, unabhängig, unzensiert. Was die Medien nicht verschweigen sollten. Wenig Gehörtes vom Volk für das Volk. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.